Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute ein ganz kleiner, kurzer Tipp. Wenn du mehr Erfolg im Network Marketing haben möchtest, wenn du mehr Duplikationen haben möchtest, wenn du bessere Ergebnisse erzielen willst, dann ist mein Tipp an dieser Stelle, halte alles so einfach wie möglich. Egal, ob du ein Kundengespräch führst, ob du jetzt einen neuen Vertriebspartner akquirieren möchtest, ob du ein Teammeeting machst, ob du, gewisse Arbeitsabläufe hast, ja, mach alles so einfach wie möglich und so unkompliziert wie möglich. Wenn dein Team 20 Formulare ausfüllen muss, ja, dann sind die Leute zum Schluss nur noch mit Formulare ausfüllen beschäftigt, anstatt sich auf das zu konzentrieren, was tatsächlich wichtig ist, nämlich neue Kunden, neue Vertriebspartner akquirieren. Wenn du jetzt auf dem Weg zu einem Kunden bist oder wenn du ein Kundengespräch hast, wenn du einen neuen Vertriebspartner akquirieren willst, dann überprüf mal dein Gespräch, ob es so leicht verständlich ist, dass es ein siebenjähriges Kind verstehen kann. Ja, weil wie oft ist es in der Praxis? Ja, das hört sich immer so logisch an, aber in der Praxis ist es doch oft so, wenn wir dann zum Beispiel Lieferdienstmöglichkeiten erklären, da geht es dann darum, den Matching-Bonus zu kriegen, die Sonder Provision auf den First-Level-Partner und was auch immer, ja, was ich da schon alles gehört habe. Letzten Endes geht es einfach darum, es muss so einfach wie möglich sein, weil wenn die Menschen nach dem Gespräch verwirrter sind als vorher, dann werden sie keine Entscheidung treffen. Das heißt, sie werden nicht in dem Unternehmen einsteigen. Und deswegen müssen wir es einfach machen, ja, duplizierbar machen, dass die Person, die uns gegenüber sitzt, sagt, hey, also das, was der macht, das kann ich auch. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg, weil dann entsteht Duplikation. Wenn du unterstützt deine Partner dahingehend, dass du immer wiederkehrende Fragen, ja, oder Einwände, dass es dafür ein Tool gibt, ja, dass du im Prinzip nur noch auf Videos verweisen musst, ja. Ich habe mir das angewöhnt, zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, wie funktioniert denn der Vergütungsplan, wie viel kann man denn bei euch verdienen, dann beantworte ich das alles einfach gar nicht mehr, sondern ich schicke den Leuten die entsprechende Datei und lasse es erklären. Warum? Genau das kann ich jedem anderen weitergeben. Wenn ein neuer Teampartner anfängt, der sagt, naja, ich habe doch aber gar keine Erfahrung. Was ist, wenn mich jemand fragt, was soll ich machen? Oder wenn mich jemand fragt, wie viel kann man denn verdienen? Was soll ich denn da sagen? Ich weiß ja selber noch nicht und so weiter. Dann kannst du sagen, hier, einfach das Video. Ja, mach's wie ich. Und dann fängt Duplikation an, weil das ist etwas, was die Menschen dann auch weitergeben können. Wenn du es aber kompliziert erklärst, dann werden wenige Leute bei dir anfangen. Und die anfangen, ja, und sich und hartnäckig dranbleiben und auch was umsetzen, ja, und was tun, die werden es dann wahrscheinlich auch so kompliziert dann machen, wie sie es von dir gelernt haben. Und dann wird es natürlich mit der Duplikation schwierig. Deswegen überleg dir, was kannst du vereinfachen, was kannst du noch einfacher machen. Überprüfe auch mal deine Arbeitsschritte, ja, die einzelnen Arbeitsschritte, die du immer gehst. Was kannst du da vielleicht weglassen? Was kannst du noch einfacher machen? Wo kannst du noch etwas schlanker machen? Anstatt dass immer Neues dazukommt, versuch einfach mal den umgekehrten Weg, einfach immer schlanker in dem Bereich zu werden. Und mach das am besten einfach, ja, zu deinem persönlichen Mantra. Hinterfrage alles, was du tust. Muss man es wirklich tun? Wenn ja, wie kannst du es einfach tun? Und wie kannst du es für dein Team, für deine Teampartner einfacher gestalten? Okay, in diesem Sinne, weniger ist mehr. Duplikation entsteht durch Einfachheit. Ich wünsche dir maximalen Erfolg. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, Daumen hoch, teile es gerne mit deinem Netzwerk. Und ja, wenn du Lust hast, mit uns zusammenzuarbeiten, dann findest du unterhalb des Videos ja auch alle weiteren Informationen diesbezüglich. In diesem Sinne freue ich mich von dir zu hören. Alles Gute, maximalen Erfolg. Dein Oliver Schirmer. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.